Und willkommen zurück bei Let's Play Obscuritas, wo wir hier in diesem schönen Labyrinth feststecken. Und ich habe nachgesehen und die Lösung. Mensch, dass mir das nicht früher eingefallen ist. Warte mal ab. Warte mal ab. Moment. Ich zeig's dir. So, da. Also als erstes, man muss wohl diesen Blumen folgen. Unglaublich, aber wahr. So, und die Lösung, ne, die ist einfach... Das hätte doch jeder Trottel merken müssen. Das war so einfach. Moment. So, jetzt ist ja hier no turning back, ne? Jetzt warte mal ab. So, jetzt kommen hier diese doofen Kackdinger. So, wenn ich jetzt ganz... So, warte mal, was stand da? Ganz links? Ich glaube schon. Jetzt ganz links hier so stehe. Na los! Dann passiert mir nichts! Ich muss mich in die bescheuerte Pfütze stellen und... Es gab bei Zelda gab es, glaube ich, mal sowas, ne? Oder nee, bei Dingsbums. Wie hieß er? Castlevania. Castlevania 2, ne? Wo man sich da irgendwie an die Wand knien musste und den roten Stein in der Hand hatte. Und dann musste man da warten, bis ein Wirbelsturm auftaucht, der einen dann mitnimmt. Genau sowas war das. So, und ich habe auch schon gesehen, es wartet noch mehr Spaß hier in diesem Labyrinth. Ich hoffe... Noch mehr so kryptischer Scheiß. Da freue ich mich schon drauf. In die Pfütze stellen. In die Pfütze stellen, dann passiert einem nichts. Jetzt latscht die da schon wieder lang. Oh, sie kann auch noch durch Wände gehen. Hm, schön. So. Ich habe nicht, also ich habe nicht gespoilert, habe auch nicht geguckt, was das zu bedeuten hat. Ich kann mir auch jetzt gerade nichts dabei denken. Da steht eine Figur. So, wir gucken erstmal hier. Sackgasse, okay. Vielleicht muss ich die Figur ja 10 Sekunden lang angucken, mich dann dreimal im Kreis drehen und dann hier stehen bleiben, damit ich nicht sterbe. Vielleicht muss ich aber auch einfach nur weiterlaufen und es durch dieses verdammte Labyrinth schaffen. Oh nein. Jetzt müssen wir noch irgendwelche Späße mit diesen... Ich habe keine Ahnung. Da war wieder eine Blume. Wir folgen jetzt einfach der Distel hier. Ich will einfach nur noch hier weg. Ich will einfach nur noch hier raus. Aus diesem bescheuerten Wutlabyrinth hier. Distel. Da ist der Scheißschatten. Hey, hey. Mutantenkürbisse?
Mein Gott. Das sind aber dicke Dinger, du. Wir folgen dem Weg mit den Kürbissen. Toll. Dann folgen wir halt eben dem Weg mit dem Schatten. Endet vermutlich auch in der Sackgasse, ne? Nee? Aha. Eine fiese Falle. Fiese Rotze an der Wand. Fieses Wasser. Okay. Es schickt. Moment, da ist der Druckknopf. Da ist er. Und dann da. Oh! Ernsthaft? Ihr lasst jetzt hier auch noch so einen bescheuerten Hund rein? Aber der tut mir doch nichts, wenn ich im Wasser stehe, oder? Oh, nee, bitte nicht wieder irgendwelche Sachen finden. Drei Schlüssel oder so bestimmt. Ich muss mit Sicherheit drei Schlüssel finden für irgendeine Tür. In diesem Labyrinth. Dann kotze ich. Im Dreieck. Wenn das ernst gemeint ist. Und ich kann es mir auch schon genauso vorstellen, ne? Ich kann es mir schon genauso vorstellen, dass genau das passieren wird, dass ich das jetzt tun muss. Jetzt scheiße ich mir gleich wieder ins Hemd wegen diesem bescheuerten Hund. Ah! Ich hab Sack. Ja, toll. Aber der geht ja nur da vorne spazieren, heißt der folgt uns ja gar nicht hier bis hierher. Siehst du? Er ist weg. Oh, das ist falscher Weg. Ach. Wie kann man denn da Fallen hinbauen und dann ist es der falsche Weg? Wirklich? Aber gut, immerhin keine Schlüssel. What is going on here? The walls are changing. So ein bisschen wie das verrückte Labyrinth damals als Kind. Das war mal lustig. Wenn so kurz vor so einem Schatz war und dann zack, konnte der Gegner dann die Wand verschieben und dann hat man sich geärgert. So ein bisschen geht's mir genauso gerade hier. Ich gehe jetzt nochmal hier lang. Das fuckt mich jetzt ab, dass hier nicht diese Fallen gerade waren, die drei. So. Jetzt hier wieder Vorsicht vor dem Hund. Der erschreckt mich jetzt sowieso gleich, der blöde Sack.
So, da ist die Blume. Sind wir richtig? Ich folge jetzt einfach der Blume. Ich habe ja auch sonst nichts zu verlieren. Wollen wir jetzt so hinkommen? Da ist er wieder. Blümchen! Blümchen. Schatten oder Blume oder irgendwas? Da hinten ist eine Blume, da ist eine Pfanne. Wir folgen der Blume. Follow the flower. The flower of power. Into the shadow! Scheint richtig zu sein, oder? Oder latschen wir hier die ganze Zeit im Kreis? Nee? Latschen wir nicht. Oder doch? Ich habe keine Ahnung. Ich folge einfach immer nur der Blume. Und das bringt mich zu folgendem Ergebnis. Ich glaube, wir irren im Kreis herum. Ja, da ist wieder die Blume. Ah! Mhm. Eine weitere gruselige Statue. Obwohl, die erste war jetzt nicht sonderlich gruselig, aber die hier ist schon gruseliger. Und wenn die jetzt einfach so die Augen aufreißen würde, Junge, das wäre geil. Das wäre schon, ne? Aber macht's ja zum Glück nicht. Schade. Oh Mann, ey. Einfach immer der Blume folgen. Da hinten. Da ist er. Mhm. Vorsicht, Falle. Flower Power. Checkpoint erreicht, ne? Das ist ja schön. Checkpoint heißt meistens nichts Gutes. Ich werde hier gleich vom Hund angefallen, 100 Pro. Aber sowas von. Oder ich muss hier wieder so ein Wassertänzchen aufführen, damit hier irgendwas passiert. Gut, wir haben ja da einen Checkpoint, ne? Denn hier sieht es nicht danach aus, als ob wir richtig wären. Keine Blume und nix. Und auf die Blume konnten wir uns ja jetzt ganz gut verlassen. Ja, denn hier ist nix. Nischt, gar nischt. Außer der Tod. Tod und Verderben. Ja. Und du? So, da ist eine Blume. Da auch. Keine Ahnung, einfach. Nee, da ist keine. Scheiße. Scheiße! Doch hier. Ist das etwa richtig? Ich hab keine Ahnung. Ah!
Da lang. Oh, bitte, bitte lass es vorbei sein. Nein, es ist nicht vorbei. Es ist nicht vorbei. Ich sehe schon, es ist nicht vorbei. Nein, nein, nein. Was bist du denn für ein lässiger Typ? Nein. Nein. Zwei, drei ganz viele Gänge. Gut, aber die sind bestimmt total kurz. Genau, hier, die führen einfach direkt in eine Sackgasse. Das ist geil. Super. Hallo? So. Da sind wir hergekommen, da war Sackgasse, dann gehen wir einfach mal hier in den nächsten. Hier sind Spinnenleben, das ist oftmals ein gutes Zeichen. Und da ist auch die Blume. Nee, nicht die Blume. Trotz allem gehen wir hier mal lang und wir sehen eine Sackgasse. Boah, ich mach drei Kreuze, wenn wir hier aus diesem Scheißlabyrinth raus sind. Ehrlich. Nichts. Das ärgert mich ja auch schon ein bisschen, ne, dass ich nachgucken musste. Dass ich es einfach nicht rausgekriegt habe. Ich muss mal bei anderen schauen, ob die das auch so, ob die das von vornherein sofort wussten, was da zu tun ist. Keine Blume. Aber am Eingang war doch eine, ne? Achso, und hier geht's weiter. Schön. Meine Augen sind so schlecht. Keine. Na komm, wir gehen einfach hier lang. Wenn es falsch ist, genau, wird schon einfach die Mauer zugemauert sein. Goldene Mitte wird es vermutlich auch nicht sein, also gehen wir nach links. Also, es ist doch die goldene Mitte. Da sind Fallen und hier ist nichts. Schön. Hier ist auch nichts. Wenn sie ja mal so einen richtigen Schocker hier eingebaut hätten, ne, in dem Labyrinth, da könnte man so coole Sachen machen. So richtig fiesen Scheiß. Wenn jetzt hier der Schatten hier an der Wand wäre und würde mir entgegengesprungen kommen, dann würde ich mich sogar erschrecken. Dann würde ich sagen, cool. Aber wenn der Schatten 10 Meter vor mir ist und ich sofort schon weiß, der löst sich jetzt auf in so ein paar komischen Fetzen, ne? Ist total gruselig. Da war die Blume, das ist richtig. Dann hier so. Hallo. Nächste Püppchen.
Nächste Falle. Oder wenn die Puppe, Statue da einfach so die Augen aufreißen würde. Das wäre total, total gruselig. Also es würde mir zumindest einen Schauer über den Rücken jagen. So, von da gekommen, dann gehen wir hier. Da ist dann wieder nichts. Ah, nee, hier ist nix. Okay. So, und jetzt wollen sie einen halt einfach nur noch damit verwirren, dass ich hier so je mehr Gänge... Macht's auch nicht geiler. Und langsam reicht's auch echt. Ja, toll. Und nu? Da hinten ist die Blume, ich muss da vorbei. Ist wieder kryptischer Shit wahrscheinlich. So, ich glaube, von da bin ich gekommen, dann bin ich hier. Dann gehen wir jetzt mal geradeaus und links. Da ist dann wahrscheinlich dicht. Ja, es gibt einmal Batterien. Okay, aber dann ist trotzdem hier dicht. Auf der anderen Seite ist auch dicht und wir müssen da irgendwie an der Schlange vorbeikommen und ich habe keine Ahnung wie. Ja, natürlich. Es war so klar. Es war einfach so klar. So. Was haben wir für großartige Möglichkeiten jetzt? Oh, sie ist einfach weg. Gut. Schön. Das lobe ich mir. Ich will nicht mehr. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Lobe den Herrn. Er hat's geschafft. Wir sind draußen. Und jetzt schnell weg. Irgendwo hin. Zu irgendeiner verlassenen Geisterhütte meinetwegen. Loading! Und ich sehe schon, es wartet was Tolles auf uns. Ich bin gespannt. Aber erst nur müssen wir dahin laufen. Wieder 100 Kilometer. Links oder rechts? Da rechts ist irgendwas. Hä? Ist nur ein Ast. Krieg schon Hallos hier. Wow. Die Entscheidung war, spielentscheidend. Checkpoint erreicht. Okay. Und ich würde sagen, wir machen hier in der nächsten Folge weiter. Bis dann, ciao.